Leute, heute mal eine kurze Einspielung, welche keine reguläre Folge in dem Sinne ist. Im Rahmen des Beeple-Netzwerkes spielen wir Blogs in zwei Teams gegeneinander Decryptum. Und ich mache jetzt hier den Auftragartikel für Team Schwarz. Wir nennen uns auch Olymp. Wir sind alles Götter. Und wir haben jetzt an dieser Stelle heute den dritten Beitrag. Team Weiß hat schon ihre ersten Begriffe genannt und hat auch schon versucht zu raten. Wir müssen das zum Glück nicht raten. Ich mache heute dann einfach mal unsere Begriffe für unser Team. Wer Decrypto jetzt nicht kennt, den verweise ich auf unsere letzte Auf den Tisch-Folge, Nummer 25. Da hatten wir das in einer gewissen Form versucht vorzustellen. Das ist tatsächlich schwierig von der Vorstellung alleine zu begreifen. Deswegen denke ich, schade das überhaupt nicht, wenn ihr euch das nochmal anhört, das vielleicht auch als Inspiration nehmt und dann vielleicht mal die gesamten Beiträge verfolgt. Bisher gab es einen Beitrag von Spielleiter, der die Regeln erklärt hat, doch mal ausführlich im Video, falls es jemand sehen möchte. Und natürlich von Spiel doch mal, die versucht haben, dann seine ersten Begriffe schon zu erraten. Das ist beides Team Weiß. Wir sind heute hier Team Schwarz. Einen Link zu den gesamten Beiträgen findet ihr auf der Beeple-Seite. Wir haben einen direkten Link zu der Beeple-Seite an der Stelle in den Shownotes. Da könnt ihr das mal nachlesen. So, ich mache jetzt aber den ersten Beitrag für Team Schwarz. Zum Team Olymp gehören neben uns Bretterwissern auch der Spielevater, links unten, die Brettergogen, demnächst ja zu viert, Klickenabend, die haben gerade neulich erst Nachwuchs bekommen, und der Würfelmagier, der Dirk. Wir haben unsere vier Begriffe, welche ich jetzt natürlich hier öffentlich nicht verrate, sondern nur innerhalb unseres Teams. Nur so viel für die Zuhörer, wir haben natürlich andere Wörter als das Team Weiß. Und dazu haben wir natürlich jetzt auch schon den Hinweis von Spieleleiter bekommen mit der Lösung seiner drei Begriffe. Die könnt ihr jetzt kurz hier hören. Bravo, bravo, die Trauben sind soweit. Hallo Matthias. So, dann möchte ich jetzt endlich mal den Code von unserer ersten Runde auflösen. Und zwar, ich hatte den Code 213. Ja, und das hat mein Team natürlich vollkommen richtig auch erraten. Ihr konntet ja jetzt in der ersten Runde noch nicht unseren Funkspruch abfangen. Deswegen geht es jetzt direkt weiter mit eurer Runde. So, wir mussten in der ersten Runde natürlich nicht raten, da wir ins Blaue geraten hätten. Das heißt, wir geben jetzt für die erste Runde unsere Begriffe an. Und Team Weiß muss diese auch nicht raten, sondern bekommt dann einfach nur die Lösung genannt. Ab der zweiten Runde müssen wir natürlich dann schon mal raten und dann müssen wir schon mal gucken, welche Informationen wir schon nutzen können. Ich gebe jetzt mal unserem Team jetzt hier die drei Schlüsselwörter. Das erste ist Perlen, das zweite ist Säue und das dritte ist Geist. Viel Spaß beim Raten, Leute.